Vor mir steht jetzt Fabienne Després, unsere Teilnehmerin an den Olympischen Jugendspielen in Singapur. Am Samstag war schon ein erster großer Tag, nämlich der Youth Olympic Day in Berlin. Erzähl mal, Fabienne, wie ist der Tag abgelaufen? Wie hast du ihn erlebt? Ja, morgens hatten wir erst noch kurz eine Infoveranstaltung, damit wir auch genau Bescheid wissen, wie es dann in Singapur abläuft. Von da aus sind wir dann zum Brandenburger Tor gefahren und wurden da schon ganz groß empfangen. Wir hatten eigentlich mit 300 Zuschauern gerechnet, waren aber dann über Tausende, also 5000 waren es bestimmt dann am Ende. Und sind dann erstmal für mich ganz ungewohnt in den VIP-Bereich gebracht worden. Aha, und dann gab es erstmal Reden seitens des DOSB oder wie lief das ab? Genau, dann wurde erstmal den Zuschauern erklärt, was denn eigentlich die Jugendolympischen Spiele sind und warum sie überhaupt veranstaltet werden. Ja, und dann wurden wir auf die Bühne gebracht. Jeder hatte eine Fahne bekommen von den europäischen Ländern, die Staaten, und wurden dann erstmal im Publikum vorgestellt. Mhm. Und irgendwann kam dann, glaube ich, auch die Olympische Fackel in Berlin an, oder? Genau, die wurden dann von Spielern überreicht, die aus allen europäischen teilnehmenden Ländern auf die Bühne gebracht und wurde dann von zwei deutschen Startern entzündet. Aha. Und hast du auch irgendwie schon Kontakte geknüpft zu anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Deutschland? Ihr seid ja mit insgesamt 70 Sportlern vor Ort. Ja, genau. Also wie es dann bei Jugendlichen so üblich ist, werden dann direkt so kleine Grüppchen gebildet. Da haben sich dann meistens so Sportarten so zusammengeschlossen, wie Boxen und Taekwondo und Ringen. Die sind dann direkt zusammengekommen, die Jugendlichen. Und ich habe mich dann auch so ein bisschen eingefügt, weil ich halt die einzige Starterin vom Badminton bin. Mhm. Du sagtest ja auch schon letztens im Interview, du weißt noch gar nicht, mit wem du zusammen aufs Zimmer kommst. Hat sich das mittlerweile geklärt? Ja, ich wurde zufällig mit einer Sportlerin vom Judo zusammengewürfelt und das hat auch sofort funktioniert. Also wir sind auch jetzt im ständigen Kontakt, SMS und E-Mail. Oh, das heißt, ihr habt euch am Samstag dann auch schon kennengelernt. Genau, also wir wissen zwar noch nicht, ob wir wirklich dann in Singapur zusammen aus dem Zimmer kommen, weil ihr Wettkampf ist in der zweiten Woche und meiner in der ersten. Und dann würden wir uns gegenseitig wahrscheinlich ein bisschen stören, weil ich denke mal, wenn ich mit dem Wettkampf fertig bin, komme ich dann auch mal später nach Hause. Ja, okay. Und ich habe ein Foto gesehen, da stehst du neben einem ganz großen des deutschen Sports, im wahrsten Sinne des Wortes, neben Dirk Nowitzki. Genau. Wie kam es dazu? Ja, er war einer der Fahnenträger der deutschen Fahne, der dann auf die Bühne gegangen ist. Und vorher hatten wir dann nochmal die Gelegenheit, ein bisschen uns mit ihm zu unterhalten. Und dann kam es auf diesem Foto, das sehr lustig aussieht, weil ich einfach mal 40 cm kleiner bin als er. Und ja, es war ganz amüsant. Mhm. Fühlst du dich denn jetzt umfangreicher informiert als vor dem Youth Olympic Day? Weißt du jetzt so in etwa, was auf dich zukommt in Singapur? Ja, wir hatten nicht nur am Samstag eine Infoveranstaltung, sondern auch am Freitag fast 7 Stunden. Und jetzt bin ich eigentlich schon ganz gut informiert. Das tat auch mal gut so zur Beruhigung, weil es ja schon was ganz Besonderes. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg für die letzten Wochen der Vorbereitung und natürlich in Singapur selbst.